Moin aus Schweden. Ja, ich bin schon gestartet heute Morgen nach einer schönen Nacht im Hotel. Ich muss sagen, das war die allerrichtigste Entscheidung. Es hat so geregnet in der Nacht, so gestürmt. Jetzt ist auch noch ordentlich Wind. Und das hier ist nicht das Meer, das ist ein See. Irgendwo schon im Binnenland, im Inland. Wo ich heute jetzt fahren werde, das Meer ist erstmal passé. Ja, die Wildnis von Schweden, die hat man so ein bisschen vermisst. Die findet man auf dem Kattegat-Läden überhaupt nicht. Da ist halt immer zu viel los. Aber jetzt geht's los. Ja, was heißt los? Noch ist es nicht so wild, denn ich fahre erstmal ein paar Kilometer entlang der Autobahn. Die verfolge ich immer so ein bisschen. Jo, und dann geht's so langsam Richtung Jönköping. An der Autobahn stand 140 Kilometer. Mit dem Rad sind es so 170. Die werde ich bestimmt heute noch nicht abradeln. Aber ich versuche so weit wie möglich zu kommen und dann vielleicht wild zu campen oder was los ist. So, das Wetter, ja, das ist doch ein bisschen grau. Schauer sind auch wieder nicht ausgeschlossen. Allgemein wird es auf jeden Fall nicht mehr Sommer werden auf dieser Reise. So warm wird es nicht mehr. Mir ist es wichtig, hauptsächlich trocken und vielleicht auch kein Gegenwind, denn heute habe ich wieder den starken Westwind, den stürmischen Westwind als Rückenwind. Das ist doch wieder perfekt. Also bis jetzt habe ich auf dieser Reise sehr viel Glück gehabt. So, ich bin jetzt durch Göteborg gefahren, hier hoch. Ja, was heißt hoch? Bin jetzt auf ungefähr 100 Meter am Tivoli oder Prater von Göteborg vorbei, der Liseberg. Ja, da wird auch, und hier wird auch sehr viel gebaut. Also das ist irgendwie überall so. Gebaut. Ja, ich hoffe, es wird jetzt auch ruhiger, wenn ich die Autobahn verlassen habe hier. Das dauert noch ein paar Kilometer. Die Ortschaften, ja, großer Ort, 50, 57 Kilometer schon an Böras. Ich kann die Namen bestimmt nicht richtig aussprechen, aber egal. Ihr wisst, Deutsche sprechen ja jeden Buchstaben sozusagen aus. Deswegen mache ich das auch. Ja, Entschuldigung an die Schweden, die das vielleicht doch nochmal sehen. Aber wenn jetzt die Sonne scheinen würde, würde es auch schon sehr top aussehen. Aber ich finde es jetzt schon schön. Einmal so ein See hier und hier gibt es ja Abertausende. Da werde ich wohl hoffentlich einige noch von sehen. Ja, und wird wohl hoffentlich schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Genau deswegen bin ich ins Landesinnere gefahren. Jetzt ist schon wieder hier so ein schöner See. Relativ groß, würde ich sagen. Ja, nicht die größte. Die sind noch viel, viel größer hier, die es hier in Schweden gibt. Aber überall so eine kleine. Oh, richtig schön. So eine Insel da drin. Also richtig toll. Ja, die Sonne, die könnte mal rausgucken. Es ist ein bisschen blauer Himmel zu sehen. Aber ich will nicht meckern. Ich habe zumindest einen schönen Rückenwind. Rückenwind hatte ich eigentlich auch durch Göteborg, weil mit Rad kann man da richtig gut durch. Auch gestern Abend, da war das so voll mit Leuten, Radfahrern, Autos, Fußgänger. Aber es war alles schön großzügig ausgelegt. Also da war kaum ein Aufeinandertreffen so richtig. Also das war richtig klasse. Also Göteborg für Radfahrstadt eigentlich richtig toll. Ja, da sollte man eigene Städte vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Zum Beispiel Deutsche. Ja, aber das gefällt mir doch sehr hier. Das ist doch das, was ich wollte. Deswegen bin ich auch mal weg vom Meer. Ja, ruhiger ist es hier noch nicht. Autobahn ist immer noch zu hören im Hintergrund. Hier ist so eine Landstraße, aber egal. Ich freue mich richtig auf diese Tour hier. Jetzt wird es richtig anders. Nicht mehr so touristisch. Natürlich kommen da immer wieder größere Orte. Einkaufsmöglichkeiten sind auch überall und nirgends, also es ist nicht ganz wild, aber egal. Ja, so ein bisschen wildes Schweden kann man schon erleben, wenn man will. Aber hier im Süden von Schweden ist es halt noch dicht besiedelt. Aber das ist egal, hier werde ich bestimmt irgendwo ein schönes Plätzchen finden für eine schöne Pause, Aussichtspunkte. Ich freue mich richtig drauf. Also
Naja, ich fahre weiter mit Rückenwind erstmal Richtung Börras. Glaube ich zu Börras oder so. Ja, weiß nicht, wie das heißt. Aber das ist so ein richtig großer Ort. Irgendwo mittendrin. Endlich bin ich mal weg von den Straßen. Diesmal so eine schwedische Schotterpiste, aber durch den vielen Regen gerade etwas weich. Fährt sich etwas schwieriger. Dafür ist es hier einsamer. Aber hier sind überall noch Häuser vereinzelt verstreut. Die Route, die ich hier nehme, ist keine ausgeschilderte. Einfach nur selbst geplant. Am Computer ein bisschen geschaut, wo kommt man längs, welche Wege sind vielleicht mal einsamer. Ich muss mich überraschen lassen, was es hier gibt. Natürlich hat man alles nachgeschaut auf Google Maps und Co., was es hier so gibt. Ob da Überraschungen sind, ob da schöne Plätze sind. Ein bisschen überraschend ist das trotzdem alles noch. Ich freue mich drauf, dass es mal nicht so, so eine ausgetretene Pfade sind. Der Kattegat-Läden war trotzdem noch sehr leer. Ich habe da nur wenige Fahrradreisende gesehen. Das waren für Studenten, Studentinnen, die jetzt zwischen Abitur und Studium nochmal unterwegs sind und nochmal vereinzelte Leute, die da richtig voll bepackt sind. Ich glaube, sie wollten auch zum Nordkap so viel wie die mit hatten. Ich habe ja schon eine Menge mit, aber die waren ordentlich vollgepackt. Aber alles in allem war es alles immer recht leer und hier ist ja überhaupt nichts mehr los, weil das ist ja überhaupt keine Route hier. Aber wenn es hier so weitergeht, ist es doch recht schön. Der nächste schöne See und es gibt eine Pause. 33 Kilometer bin ich jetzt gefahren, schön mit Rückenwind, also der schiebt ordentlich, also das macht Spaß so. Aber es sind auch viele Höhenmeter dabei, also ich habe schon, ja, glaube ich, zwischen 300 und 400 Höhenmeter schon geschafft. Das strengt schon an, aber jetzt ist Pause. Gestern Abend habe ich auch gar nicht mehr viel gemacht, schnell irgendwo was gegessen. Radler besorgt, ein Siegerradler und die besten Kekse, Schwedenkekse. Also schwedische Kekse sind echt lecker, das muss man sagen. Gerade die ich jetzt hier schön schokoladig. Es gibt auch noch Haferkekse, die man so auch von Ikea kennt und so. Ach, sowas haue ich mir jetzt immer rein als Pause. Ist doch sehr lecker. Boah. Ja, gerade war aber immer noch ein Schild. Börras. Immer noch über 30 Kilometer, kann ich mir gar nicht vorstellen, naja, ist halt so weit. Naja, aber hier kommt auch andauernd was, gerade war auch wieder ein Einkaufsmarkt, also alles easy. Hier sogar so eine, ja, Badestelle ist es nicht direkt, fast eher nur so eine Bootseinlegestelle. Aber schöner Felsen hier zum Sitzen, das passt, naja. Dieser See, ja, weiß nicht, hat er einen Namen, weiß ich gar nicht, hier gibt es so viele Seen. Naja, aber ich mache erstmal Pause und dann geht's wieder weiter. Thank you.
fahre hier gerade über Kilometer über diese große Straße, aber hier ist echt nicht viel los. Nur ab und zu mal ein Auto. Also es funktioniert. Schöne Landschaften sind hier. Oh, richtig herrlich. Ja, so ein Auto, das macht hier gar nichts. Es ist echt so ruhig hier. Naja, weiter geht's Richtung Borres. Der nächste schöne See. Ah, so kann es weitergehen. Richtig toll. Mal eine Strecke, mal nur durch Wald. Nicht viel zu sehen. Und dann auf einmal hier so ein See. Wunderbar. Bin ich jetzt so einen schönen Rastplatz hier. Den habe ich mal markiert als eventuell Schlafplatz. Boah, irgendwo könnte man vielleicht ein Zelt hier unterbringen. Nicht ideal, aber natürlich Bank und alles hier. Irgendwo wird es einen Platz finden. Jedermanns Recht macht es ja möglich. Ja, schönes Plätzchen hier. Man hört es aber auch wieder, die Autobahn ist in der Nähe. Der große Ort kommt jetzt, der ist auch nur noch einen Kilometer oder zwei entfernt. Oh, die Strecke, ich mache schon ordentlich Strecke. Bin ich schon bei Kilometer 67,5. Das ist schon was. Das ist ja noch lange nicht zwei. Oh, war richtig toll. Können auch Lagerfeuer hier machen und so. Aber heute, bei dem pustigen Wind, wird es schwierig. Oder wird es schwierig werden. Naja, weiter geht's, oder? Ja, es geht weiter. Bin raus aus der Stadt. Ich war noch bei einem großen Einkaufsmarkt, hab nochmal ordentlich was schnabuliert. Bananen und sowas. Kleinkram. Oh. Hier ging es wieder leicht bergan. Schön mit Rückenwind. Das ist das Gute. Hier ist so eine riesen Pfütze, da kann man auch sehen, wie das gegossen hat. Das war aber auch ein Regen. Aber heute Nacht bleibt es wohl ziemlich trocken. Dann will ich auch mal wieder zelten. Oh, die nächstgrößere Stadt, Ulricehamn, wird das geschrieben. Das so ausgesprochen wird wahrscheinlich nicht. Mal sehen, das sind noch 40 Kilometer. Und dann schaue ich mal, wo ich bleibe für heute Nacht. Thank you.
Ja, endlich wird es doch mal angenehm. Jetzt fahre ich hier auf so einen Bahntrassenradweg. Ja, ich glaube, das sind die nächsten 38 Kilometer bis zum großen Ort dahin. Endlich mal Ruhe. Schön. Oh, herrlich. Herrlich hier. Wunderherrlich. Überraschend ist hier mal so ein Schlafplatz. Der war nicht bei campwild.org gar nicht drin. Da habe ich auch mal geguckt. Aber der ist hier gar nicht drin. Plötzlich hier an dem Weg. Naja. Aber jetzt wäre das noch viel zu früh. Es ist erst 16 Uhr. Das wäre echt früh. Aber echt ein schöner Platz. Schaut euch das an hier. Irgendwo in der Wildnis. Ich hoffe ja noch, dass ich einen anderen finde. Wenn ich da so in 2-3 Stunden was haben möchte. Naja, mal schauen. Also das ist hier schon nicht schlecht. Vielleicht kann ich den ja auch mal bei Ork mit reinhauen oder irgendwo anders mit reinsetzen. Also das ist echt nicht schlecht. Schönes Ding. Naja, weiter geht's. Es ist noch ein Stück bis zum nächstgrößeren Ort. Kilometer 100. Ja, es geht immer noch geradeaus. Noch 17 Kilometer bis zum Ulrice Hamm. Boah, schön ist es. Immer noch links und rechts. Natur pur. Viel hier meandert. Ein Flüsschen neben mir. So ein uriges Tal. Ja, aber der Rückenwind, boah, der ist schon ganz schön stark. Ist immer noch sehr stark. Gerade im Flug sogar mal so richtig der Sand mit mir hier längs. Ach, das ist schon ganz schön heftig. Da muss ich ja mal her mal aufpassen, wo ich denn lande, damit das Zelt da nicht wegfliegt, weil über Nacht bleibt das anscheinend. Noch 17 Kilometer bis zum Ort. Auf geht's. Thank you.
bin ich jetzt in diesem großen Ort Ulricer Hamm. Es pustet hier. Man sitzt auch im Wellengang an diesem ja doch etwas größeren See. Boah, aber groß ist er auch, aber es ist noch lange nicht so riesig wie so manche andere hier. Also sind wir noch einer von den kleineren. Unglaublich. Ja, 18 Uhr ist es jetzt. Ja, so langsam habe ich auch gar keinen Bock mehr. Ich werde mal sehen, wenn ich hier aus der Stadt rauskomme, ob es da ein schönes Plätzchen mal gibt. Und ein windstilles Plätzchen. Also hier ist es richtig extrem. Ich das gewusst, dass es nach diesem Ort auch so weit hoch geht. Alter Schwede, von 160, wirklich alter Schwede, von 160 Höhenmeter auf fast 300, immer hoch. Alter Schwede, das war echt heftig. Jetzt ganz zum Schluss, ich habe irgendwie 125 Kilometer hinter mir. Ich wollte ja nur knapp hinter dem Ort was suchen, aber dass es dann so anstrengend wurde, konnte ich ja nicht ahnen. Ja, es ist jetzt hier irgendwo in so einem Jungwald hier. Die Straße ist gerade mal so 30 Meter entfernt. Ja, ich bin nicht so weit reingegangen. Das ist ja auch so okay. Boah. Ich bin jetzt ein bisschen fertig. Ja, jetzt muss ich ja wohl erstmal Zelt aufbauen. Ich hoffe, das passt hier hin. Und dann noch was essen. Diesmal muss ich ja mal was machen. Ja, es wird nur so ein fertiges Nudelgericht werden oder so. Ja, nichts Tolles. Naja, erstmal aufbauen. Also, naja, da brauche ich auch nicht mitnehmen, wie ein Zelt aufgebaut wird. Das wisst ihr ja wohl, oder? Na, dann bis gleich. Das Zelt ist hergerichtet. Der Trangia macht gerade da das Wasser warm fürs Essen. Ja, es wird nichts Besonderes. Also, nicht so super interessant, so ein Nudelgericht fertig. Einfach heiß Wasser. Oh, gut. Ja, es war heute ein anstrengender Tag. Viele, viele Höhenmeter waren es, aber es war mal was ganz anderes. Ja, gestern noch in der Großstadt, heute Morgen dann losgefahren, im schönen Hotel mit super Frühstück und jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo. Einfach klasse. Das kann man in Schweden machen. Ja, ich hätte gerne auch irgendwo am See oder so, aber das ist einfach zu pustig. Ja, so muss ich jetzt hier irgendwo im Wald hocken, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, so ist es ein bisschen spartanisch mit Waschen und all so ein Kram. Aber egal, ich habe jetzt Wasser genug mitgenommen. Wird schon funktionieren. Es war schön abwechslungsreich, aber ein bisschen viel noch an der Straße. Also dieser Bahntrassenradweg, da war es echt super. Ich habe natürlich nicht alles zeigen können. Aber das ganze Flair von diesem ganzen Weg war echt super. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, mal sehen, was morgen los ist. Wie gut ich hier schlafe. Ja, es ist noch sehr, sehr pustig. Morgen ist auch der Wind immer noch nicht ganz weg, aber dann nicht mehr ganz so stark. Boah, Regen, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Hoffentlich mehr Sonne und ein bisschen mehr Wärme. Es war heute auch echt frisch, 13, 14 Grad die ganze Zeit. Aber es ging, war echt super, hat mir viel Spaß gebracht. Ja, Schweden mal so zu erleben und jetzt hier mitten, ja nicht ganz in der Wildnis, die Straße ist ja eben da vorne. Die Stadt ist auch nicht weit weg, also würde alles funktionieren. Also es wird schon klappen mit dem Essen. Wird die Nacht ja auch bestimmt gut verbringen können. Es passiert jetzt auch nicht mehr viel. Es wird auch nicht mehr spannend sein. Ich werde morgen früh berichten, was los ist. Werde mir das hier schmecken lassen und dann, ich glaube, ich werde auch nicht alt. Boah, ich merke das schon. Also der Wind hat einen auch wenn der Rückenwind war, ganz schön kaputt gemacht. Also das war's. Die erste Überführungsetappe rüber nach Jönköping ist ja auch gar nicht mehr so weit dahin. Naja,
Und dann geht's weiter, ihr werdet's dann sehen. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin moin, oder wie man hier sagt, adieu. Oder auf tschüss, oder ach, einfach nur tschüss. Sehr lecker. Tschüss.